Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier zwei Mods vorstellen. Die haben so miteinander nicht viel damit zu tun, außer hier auf dem Bild. Das ist einmal hier ein Pistenbully, der wurde umgebaut so für die Forst und der kostet 113.000 Euro. 38 km/h soll er schnell sein. 520 Liter Tankvolumen und 35 Euro am Tag Unterhalt. Und wie du siehst, kannst du ihn hier nicht optimieren. Dann der zweite Mod, sind beide links unten drin. Das ist der AHWI FM 700, der kostet 35.700 Euro. 10 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, 2,30 Meter die Arbeitsbreite, benötigt eine Leistung von 280 PS, entsprechend 206 kW und 75 Euro Unterhalt. Wie du siehst, kannst du ihn hier nicht optimieren. Den AHWI, den habe ich schon mal in 15er vorgestellt, ist ein toller Mod, wie man sieht, der ist auch nicht ganz neu mehr im Design. Und hier der Pistenbully, der hat Rückfahrlicht und Horn, aber irgendwie die Blinker, die sind hier nicht richtig da verbaut, da wo sie hingehören, hinten drin, da blinkt was, vorne blinkt nichts. Das wurde komplett verschoben, einfach. Du benötigst dafür, dass die Rundumleuchten das funktionieren, hier das Light-Addon. Sieht schon toll aus. Dann mit Numbit 5 hinten dieses Scheinwerfer, mit Numbit 6 sollten wir vorne, das wurde auch fatal verschoben. Dann das normale Licht vorne, das funktioniert. Innen drin, das Lenkrad ist animiert und ja, Reifen, Staub und Spuren macht auch. Jetzt gehen wir hier mal in den Test, wie wir ja gleich sehen werden. Sehr geländegängig. So, wir gehen jetzt daher und lenken mal hier den Mulcher und schalten ihn ein. Wie man sieht, hier kommt der Abgasstrahl hier durchs Dach hier durch. Deswegen also wurde eher ein bisschen rumgepfuscht. Man sieht hier, da kommt jetzt schon hier was. So dass hier schon vernichten stellenweise, weil hier Sachen rumliegen. Und er mulcht das schön weg. Das ist ja so her sonst kein schlechter Mod. Jetzt muss ich mir das mal anheben, vielleicht komme ich dann weg. Nein. Ja, die Elektrolik ist ein bisschen tief unten. Sollte nun mal nicht passieren, aber so sieht man es wenigstens eigentlich. Dass er jetzt in dem Baum drin hängt. Interessant. Ja, ja. So, jetzt sind wir. Oder sind wir noch nicht frei? So. Du kannst hier mit der linken Maus, wenn du vor und zurück fährst, hier den also auf und runter, davor sollst du aber mit der linken Maus den nach unten senken. Dann kannst du den hier nach unten, dann solltest du auch damit also Felder bearbeiten können, also das Mulchen und wie Art gepflügt sein. Das habe ich dann im 15er schon mal gemacht gehabt. Und ja, was gibt es noch eigentlich? Ja, das war's eigentlich. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du da rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.